Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Levitate zusammen mit den Niemstellans und den lieben Marek. Ja, moin. Wir haben ein wenig recherchiert, ein bisschen was fertig gemacht. Wir haben die Soul Wilds alle zusammen gesammelt. Marek hat den Soulbinder fertig gemacht. Da muss ein Capacitor da rein. Das heißt, er wird Den jetzt klaue ich mir die jetzt. Endcrystals, also die Crystals quasi fertig machen, die wir brauchen. Wir brauchen jetzt nur noch Block of Uranium und das soll irgendwo im Nether sein. Das will ich Ja, es jetzt mal gibt eben holen. genau Never Uranium. So, und das soll irgendwo hier unten dann sein, oder was? Jo. Ich bin auf Ebene 36. Das muss ja im Ding sein. In der Lava. Warte mal, das spawnt auf Höhe 20 bis 35. Ich bin durch, ich kann mal mit Oh. suchen kommen. Ja. Er denkt dran, den. Ah, boah, ist das nervig. Den Ding mitzunehmen. Welches Ding? Das Fliegeteil. Ach so, ne, habe ich nicht dabei. Ich benutze das nicht. Oder ist es vielleicht hier? Ne, hier ist es auch nicht drin. Jetzt müssen wir ja hoffen, dass wir auch schon Never Uranium generiert haben, ne? Ja, tatsächlich haben wir das, glaube ich, nicht. Also wir müssen auf Ebene 19, glaube ich, tatsächlich buddeln. So, bei Ebene 19 war, glaube ich, das meiste, richtig? Ja. Super. Oh, und da ist Immer nichts. perfekt vorbereitet. Ja, Man das kennt uns nicht sowieso. anders. Warum mich? Uns. Also. Ich hab's gefunden. Okay, da ich kann wieder. Hast du genug? 26 Stück in einer Ader. Ja gut, das wird ja wohl reichen. Ja. Aber eine Sache. Oh, okay. Ja, da ist auch ein ganzer Haufen. Wir haben sogar einen ganzen Haufen schon generiert. Also, das ist wirklich Umso recht besser. viel. Tatsächlich. Ich nehme noch eine Quelle mit. Einfach, falls wir es nochmal wieder brauchen. Oh, ich Hast du habe das einen Portal Stack. schon aufgebaut? Ne, ich habe einen Stack Uran. Ja gut, mit Weinminer plus halt gezielt hingehen, geht das echt schnell. Möchtest du mir 10 Blöcke So. schon geben? Dann baue ich schon mal das Portal hoch. Ja. Da. Ich Die hoffe einfach. Wilds sind beim Treasure Chamber in der Warp-Up Chest. Ja. Da sind die beiden. Was brauchte ich noch? Ne, das war's. Okay. So, dann einmal Uran wieder einschmelzen, bitte. Da hat jemand keinen neuen Capacitor gebaut. Wofür denn So. auch? Wir werden die Ich Maschine hab wahrscheinlich alles. nicht nochmal brauchen. Ja, das Portal steht auch. Dann einmal hier alles reinlegen. Auf gut Glück, dass es läuft. Und es scheint nicht zu laufen. Bitte nicht. Ich habe eine böse Befürchtung. Jene wäre. Es gibt Graphitelektroden. Oh nee. Und dafür brauchen wir 4 HOP-Graphit, was wir nicht haben. Haben wir irgendwo noch. Warte mal, kriegen wir vielleicht HOP Wir jetzt haben doch den mit. Industrial Squeezer. Dann da einfach kurz Coke He, Dust he, rein tun. he, he. Was Oder glaubst du, ist. wie ich den Arc Furnace so schnell gebaut habe? Ach, Tobi. Och nein. Ja, stimmt, wir brauchen sogar 12, da müssen wir nicht 3 Elektroden rein. Na, nicht unbedingt. Ja, dann mach schon mal einen Squeezer. Ja, das Problem ist, wir brauchen auch eine Metal Press. Nee, wir können die auch in einem Engineer's Table machen. Nein. Das funktioniert so gut wie nie. Also es ist in fast jedem Modpack deaktiviert, aber können wir gern machen. Versuchen. Ja gut, ansonsten müssen wir eben auch noch eine Metal Press bauen. Das ist ja jetzt, ich meine, die Sachen für eine Metal Press jetzt schnell zusammen zu craften. Ja. Geringere Übel, da machen wir direkt die Metal Press und gut ist. Ach na, wir brauchen auch den Crusher. Wir können doch das Coke Dust nicht aufbauen. Nicht machen. Stimmt.
Und wir brauchen Coal Coke dann. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, wir machen mal eben schnell einen Cut. Wir bauen den Kram wieder auf. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, dann sind wir wieder. Wir haben jetzt... Ja. Wir haben die beiden Sachen hier aufgestellt. Wir haben einen ganzen Haufen nebenbei vorbereitet auch. Unter anderem haben wir... Ja, das Ding hier noch das wollen wir noch mal kurz aufbauen. Einfach obligatorisch Presse, weil wir die halt noch nicht aufgebaut hatten. Der ist falsch rum. Ja, wir brauchen die Presse ja auch so. Genau. So. Und einmal den. So. Hast du Lust, einmal kurz die Teile aus dem Ofen rauszuholen? Wir haben nämlich auch das HOP-Graphit fertig gemacht. Welchem Ofen? Furnace. Hier, den Alloy-Gedönster. Ah, okay, stimmt. Engineer's Workbench brauchen wir tatsächlich jetzt. Hab ich schon. Ah. Kannst du auch damit hinstellen? Hast du alles auch, oder? Ja, ja, ist doch schon hier drin. Ach, hast du sogar schon gemacht? Ja. Da brauchst du einen Hopper. Hier ist rein zufällig einer. Reicht halt auch so. Echt? Ich kenne das so, dass man das da reinpacken muss, so. Ja, zack. Kannst das auch draufschmeißen. Ah, okay. So, einen brauchen wir noch. Ach stimmt, du musst es draufschmeißen. Weil das ja mehrere sind. Na, so, jetzt wunderbar. Zack, ich liebe diese Presse. Und wir haben die drei Elektroden. Und rein damit. Eine alleine scheint nicht zu reichen, zwei reichen nicht und drei reichen. Oh. Das dauert einen Moment, glaube ich. Ja. Ich finde das hier oben so genial, wie das hier aussieht. Das ja, einzige... Ich habe geschafft, dass die Elektroden direkt schon zu 50% kaputt sind. Ist automatisch. Ach so. Also wenn du die presst, hast du nur 50% Elektroden. So. Jetzt sollte er gleich hier was rausgießen. Ja, zack. Oh, ich liebe das Ding. Das sieht so geil aus jedes Mal. Und wir haben Challenge Rainbow complete. Cool. Wir haben jetzt aber für die Overworld tatsächlich nichts bekommen. Ja, vielleicht schreiben wir das erst frei, wenn wir in der Overworld sind. Oder wir sind durch. Ja, das wäre es jetzt ja noch. Also, wir haben... Uranium Blocks with Rainbow Stones, bla, build a portal out of Rainbow Blocks, haben wir. And light it up with a Rainbow, Rod of Rainbow Boost. Hä? Rod of Bifrost, mit dem. Ja. Ja. Geht nicht. Weiß man da den Gitter rein? Nein. Warte mal, brauchen wir vielleicht jetzt dieses andere, das Bifrost-Glas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wofür wir jetzt den Ingot da irgendwie machen sollten. Hier steht aber auch bei Covering Uranium Blocks with Rainbow Stones. Ja. Yeah. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was... Oh, bitte nicht. Right-click a Bifrost Block with a Rainbow Ingot to turn it into a Rainbow Block. Warte mal. Build Portal out of Rainbow Blocks. Ach, wir haben Rainbow Stones. Ja, wir brauchen 10 Rainbow Ingots. Ah. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nochmal kurz einen Cut. einfach, weil das sonst zu langweilig wird und wir wollen gern in dieser Folge in die neue Welt rein, in die Overworld rein. Dementsprechend bereiten wir alles vor, dass wir die Rainbow Ingots haben. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und da sind wir wieder. Hoffentlich jetzt zum letzten Mal. wir haben die letzten Rainbow Ingots alle durchlaufen lassen. Ich hoffe mal, die werden jetzt reichen. Wir haben auch schon Bifrost Glas gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir das gezeigt haben. Das ist einfach mit Rod of Bifrost und Alfglas. Alfglas ist einfach Mana Glas im Elven Trade. Also ist das nicht so die Herausforderung, sage ich jetzt mal. Doch. Die sehen cool aus. Ja.
So. Okay. 3 hoch. Ich weiß nämlich nicht, ob man die abbauen kann, deswegen hätte ich es jetzt direkt so gemacht. Und hier oben, einfach nur aus Protest, die beiden. So, und jetzt... Tschüss. Dein Ernst? Ja. Goal reached. Sun, Moon and Stars. Oh nein. Okay, also... Ja, es geht weiter. Guck mal, jetzt gibt's noch Void-Ore. Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt sollen wir Void-Ore-Miner und sowas langsam machen. Ja, warte mal. Okay, Galactic Craft ist ja nicht drauf. Glück gehabt. Aber wir brauchen einen Satelliten. Ja, also wir brauchen... Oh nein. Warte mal. Advanced Rockery ist hier aber drauf. Wir müssen tatsächlich noch Raketen und sowas bauen. Das sieht aber alles so schön kurz aus. Ja, ich vermute aber, das wird recht lange dauern. Gut. Dann würde ich sagen... Nee, eine Sache können wir nochmal machen gerade. Weil wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich will die Folge jetzt nicht zu kurz machen. Das Ding zum Generieren der Welt. Ja. Ich bin am überlegen, haben wir eine Möglichkeit, Wireless zu übertragen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Was war das noch? Das war Biome-Scanner und Terrain-Scanner. Die beiden brauchen wir. Dann würde ich jetzt nämlich eine ganz blöde Sache machen. Und zwar nehme ich einfach Netherstar-Generator mit. Außer du hast da was gegen und möchtest gerne, dass wir das anders irgendwie machen. Nee. Weil ich würde nämlich gerne dann ein Chunk mindestens jetzt heute noch generieren. Einfach aus dem Grund, dass wir dann bis zum nächsten Mal die gesamten Kisten einfach mal rübertragen können schon mal. Wobei, nee, dann das wäre sinnvoller. Prinzipiell brauchen wir es ja nicht. Ne? Wir können ich ja würde tatsächlich gerne in der Overworld dauerhaft bleiben. Okay. Das hat direkt schon angefangen zu regnen. Okay, wir bleiben doch im Nether. So, das heißt, wir haben Terrain Scanner, die Q, viel Spaß mit dem Wither Effekt. So. So, Sunflower Plains. Macht er jetzt was oder? Speed. Ach nee, ich muss den. Doch, oder irgendwas was? Macht. Doch, da macht er gerade was. Zack, da ist es. Wasser. Wir brauchen ja nicht mehr Wasser sammeln. Oh, ist das nett. Ich habe aber das Gefühl, hier ist irgendwas. Naja, okay. Nee, das ist der Regen. Ah, okay, so. Guck, der hat jetzt aufgehört. Das heißt, die beiden... Okay, zur Info für dich, wenn man die Blöcke durchs Portal durchfallen lässt, dann funktioniert das. Okay. Also man kann auch Blöcke dadurch theoretisch transportieren. So, komm schon. Danke. Dann, ich will jetzt nämlich so, ich will jetzt fürs nächste Mal hier die hübscheste Base sehen, die du jemals gebaut hast. Das ist nicht schwer. Ich baue einen Klotz hin. Hast du mal in den Himmel geguckt? Ich will irgendwie nicht. Ja, deswegen nämlich. Also irgendwas... So, already building? Hä? Baut er jetzt was? Nö. Ah, shit. Wir brauchen, glaube ich, doch einen anderen Generator da. Ja, gut. Auf jeden Fall hätte ich jetzt gesagt, bis zum nächsten Mal erkunden wir einfach schon mal die ersten Chunks. Wir werden vielleicht mal einfach den Netherstar-Generator ein bisschen weiter weg platzieren. Dann haben wir weniger Ärger damit. Shit, ich komme an mein Grab nicht ran. Wireless Strom würde ja schon gut sein. Ja. Ja, ich komme an mein Grab nicht ran. Könntest du mal ganz kurz hier... Oder machen wir es andersrum. Wir beenden jetzt die Folge. Wie gesagt,
Wir werden einfach bis zum nächsten Mal möglichst viel hier schon mal scannen, damit wir Platz haben. Und dann überlegen wir uns, wo wir die Base hinbauen. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.